Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Mario Kart 8 Deluxe Video. Und Leute, wer ist hier am Start? Ich erzähle es euch, und zwar Spielernator von Twitch. Was geht? Hallo, meine Freunde unter der Sonne. Was geht? Junge, wie random, aber so begrüßen Mario. Mann. Ey Tim, ich habe eine Frage, Mann. Was hast du heute so alles gemacht? Was ich heute gemacht habe, ich war heute in der Uni, da ging es um spannendes Medienrecht. Oha. Und ansonsten habe ich an einem Skript für ein Video fleißig weitergeschrieben und bin, würde ich sagen, echt ganz gut vorangekommen. Das habe ich gemacht, bis du mir dann geschrieben hast, Tim, du kommst jetzt auf die Stelle in Mario Kart 8 oder deine Familie wird nie wieder freigelassen. In-game. Dann habe ich natürlich gesagt, gut, da muss ich wohl leider mit Germi jetzt Mario Kart 8 fahren. Also, ja, Germi ist daran schuld, dass keine Videos kommen. Jetzt wisst ihr es. Egal, dafür kommen hier Videos, das ist wichtiger. Ja, stimmt. Ich hoffe, das größere Wohl. Ey, aber das Uni gab. Wie viele Stunden hattest du Uni heute? Von so, ich glaube, so 3 Stunden circa, ja. Okay. Also, aber 3 Stunden Uni und dann der Rest war so YouTube. Ja. Das kann man so sagen. Check. Aber das ist dann eher ein kürzerer Unitag, oder? 3 Stunden hätte ich doch unendlich. Ja, ich muss sagen, dieses Semester ist das sogar der längste noch. Was? Deswegen, ja, es geht eigentlich. Ich muss sagen, mein Studiengang ist jetzt nicht der auslaugendste. Das muss ich schon zugeben. Aber ist natürlich geil, wenn man dann viel Zeit hat, sich privaten, kreativen Projekten zu widmen. Junge, okay, das ist krass, 3 Stunden, und das ist nicht mal, das war lange für Tims Verhältnisse. Ja, moin. Krass. Aber gibt es so in deiner Uni, also wenn du sagen willst, was studierst du überhaupt? Medienproduktion. Boah, krass aber. Jo, und Medienproduktion hat ja auch eine Verbindung mit YouTube theoretisch, so, das ist ja auch Medienproduktion, so YouTube-Videos zu erstellen, oder? Ja, das kann man definitiv so sagen. Boah, krass, gibt's so YouTuber oder so TikToker bei dir in der Schule? Ich meine, du musst jetzt komplett leaken, dass dieser YouTuber oder Streamer dorthin geht. Es gibt natürlich, das sind ja halt super viele kreative Leute, aber da gibt's auf jeden Fall auch welche, die auf YouTube und TikTok und so vertreten sind. Einer ist ganz besonders mir irgendwann mal aufgefallen, weil der macht so, das ist sau funny, der macht so Diabetes-Content. Oh, was so eine Nische ist, an die man ja niemals denken würde. Das war eine Nische eigentlich, I guess. In dieser Nische ist er so voll der Promi quasi, glaube ich. Also er ist quasi voll bekannt für Leute, die Diabetes haben. Was jetzt, also das klingt so, als würde ich mich drüber lustig machen, aber ich finde das ja eigentlich eher voll cool. Weil natürlich ich als jemand, der kein Diabetes hat, warum sollte ich mir Videos über Diabetes ansehen, so, ne? Oder auf Diabetes-Messen gehen. Aber für Leute, die Diabetes haben, ist das, glaube ich, voll geil, diesen Kanal zu haben, diese Bezugsperson und sowas. Deswegen, das fand ich sehr spannend. Also da habe ich ein bisschen mehr gesehen, wie groß eigentlich diese Diabeteswelt ist und dass da so Messen gibt, alle möglichen und ganz viele Veranstaltungen und eine YouTube-Szene. Fand ich ganz spannend. Mit Creator, die diesen Content machen. Ey, das ist aber krass. Das Imagine, du hast so Diabetes und dann suchst du gewisse Tipps oder irgendwie, ja, wie du schon sagtest, eine Bezugsperson und dann gibt es einfach so. Ja, ein paar YouTuber, die darüber zahlen und. Ich glaube, vor allem für Jüngere, die vielleicht frisch diese Diagnose haben, ist das, glaube ich, super geil, wenn der dann auch darüber redet, oh, wie war das für mich, als ich die Diagnose bekommen habe, bla bla bla. Ist natürlich sau cool. Also, ich würde sagen, das ist sogar fast YouTube von seiner reinsten und stärksten Seite. Gehst du offen damit um, dass du YouTube machst, so in der Uni, wo du hingehst? Ja, also ich mache jetzt kein Geheimnis draus. Also eigentlich alle, mit denen ich befreundet bin, wissen das auch. Das ist für mich jetzt nichts. Also weiß ich nicht, das finde ich irgendwie quatschig, wenn man das so aktiv verheimlicht. Man muss das jetzt nicht rumposaunen, aber da sehe ich jetzt auch keinen Sinn drin. Aber man findet das ohne Probleme über mich heraus, denke ich. Und deswegen sehe ich auch nicht den Mehrwert drin, das irgendwie zu verheimlichen. Ja, man muss halt immer aufpassen, in welchem Kreis man unterwegs ist, aber
Na, YouTube ist halt gerade. Was soll man was studierst? Irgendwas, also Medien? Medien. Okay. Ich meine, er ist recht da, also. Ja. Da findest du, das ist ja genau das, was da irgendwie mehr oder weniger alle machen. Alle machen irgendwas mit Medien und ich glaube, da ist ein YouTube-Kanal zu haben, das am wenigsten seltsamste. Ja, verstehe, aber. Das gibt also YouTuber und TikToker noch dort. Was gibt es sonst noch für Leute so? Oder was erhofft man diese? Voll viele, die irgendwie fotografieren oder die zeichnen oder die Musik machen in irgendeiner Form. Geil. Alles Mögliche so. Ja, nicht alle, die jetzt dann auch aktiv irgendwie große Reichweite wollen, die machen das dann nur vielleicht für sich oder privat oder teilen das halt einfach so sozial, ne, ohne dass da jetzt der Anspruch ist von, ich will jetzt aktiv wachsen und größer werden und irgendwas aufbauen. Aber ja, ich würde sagen, die meisten machen da irgendwas Kreatives. Ansonsten wäre man vermutlich gar nicht in diesem Studiengang drin. Ja, das war sonst I guess ein bisschen weird. Aber das ist wie voll cool und I guess für mein Leben auch wichtig, so dass halt irgendwas habe, womit ich mich beschäftigen kann. In meinem Fall halt Twitch und YouTube. Und I guess viele Leute wollen einfach irgendwas haben, irgendein Hobby haben, wo sie halt so sich darin erfüllen können. So in dem Fall bist du auch YouTuber und ich glaube, in den meisten Fällen ist das eine Sache, die du einfach sehr gerne machst, die dich erfüllt. Und du hast ja auch so Zeichnen erwähnt, Musik. Es gibt so viele kreative und coole Hobbys, die man einfach, ja, denen man nachgehen kann. Das ist irgendwie cool und auch cool zu sehen. Ja, imagine, du bist einfach dort und dort ist dann auch einfach ein YouTuber. Wie cool ist das denn so? Also ich finde es irgendwie, ich weiß es so einfach so ein Hobby zu haben, was einen erfüllt, ist echt geil. Also ja, YouTube und Twitch kann mich auch manchmal nicht so erfüllen, aber das ist irgendwie interesting, dass es aber so bei dir ist. Ich wurde sogar quasi über Ecken, das war ganz witzig, ich wurde quasi über Ecken erkannt, beziehungsweise es war eher so, dass, also es gab halt eine Person an der Uni, die war halt irgendwann nicht mehr da, ne, wie das halt ist, ne, manche gehen halt nach dem zweiten, dritten Semester oder so, machen anderes, ist nicht für sie, bla bla bla. Mhm. Und dann habe ich die Person aber irgendwie auf der Polaris durch Zufall getroffen. Und die hatte mich dann irgendwie da so angesprochen. Und ich muss zugeben, ich habe sie erst so nicht wiedererkannt. Ich war so, warte mal. Weil sie meinte auch so, bla bla Tim. Und ich war so, warte. Also ich wusste, ich kannte die Person. Es war direkt so, man kannte das. Aber ich war so, warte mal. Und dann habe ich halt ach ja, natürlich von der Uni so. Ah, okay. Dann hat sie das halt so erzählt, dass sie mich quasi über Johnny kannte und dass irgendwie voll spät erst diese Connection quasi gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie das dann aus ihrer Perspektive war, ob sie irgendwann in die Uni kam und sich so dachte, warte mal, das ist doch der da mit Johnny manchmal streamt. Wait a second! Aber das fand ich sehr, sehr witzig, weil ich das auch schon dachte, so klar, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine große Reichweite habe, dass ich davon ausgehe, dass ich jetzt so casually erkannt werde. Aber dass da man natürlich schon ein paar Mal irgendwie bei irgendwie Johnny oder so zu sehen war, war das, denke ich, schon eine Möglichkeit. Und deswegen fand ich das schon witzig, dass mich da wirklich jemand quasi durch Johnny erkannt hat. Das fand ich schon witzig. Aber ein Johnny-Zuschauer ist mit dir in die Uni gegangen. Imagine, Mann. Ey, die Welt ist manchmal so klein. Ey, das ist aber voll süß. Ja. Das ist echt voll süß. Ist halt auch wieder, ne, Mediensachen, da ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit noch mal höher als, weiß ich nicht, bei so Handwerkern oder so, würde ich sagen, ohne dass ich da jetzt auf Klischees eingehen will, aber natürlich im Medienbereich sind da, denke ich, mehr, die auch so YouTube konsumieren und vor allem so Leute wie Johnny, die, denke ich, vor allem auch andere kreative Leute einfach ansprechen von der Art und vom Content her. Ja, sowieso. Aber Johnny kennst du auch schon lange, ne? I guess. Johnny kenne ich. Boah, wie lange kenne ich Johnny schon? Das ist echt eine. Oh, geil, ich habe einen Stern. Boah, seit wann kenne ich den? Ich glaube so seit Anfang 2019 oder Anfang 2020. Ich glaube eher so Anfang 2019. Aber meinst du so kennen als Creator oder so persönlich kennen? Boah, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich weiß, dass ich Johnny kannte, bevor ich ihn als Freund kennengelernt habe. Okay. So, ich bin ihm, glaube ich, auch auf Twitter gefolgt. Aber ich kann nicht mehr wiedergeben, wie gut ich ihn kannte. Also da ist meine Erinnerung irgendwie verschwommen. Ich habe ihn ja kennengelernt, weil ich irgendwann durch Zufall in einem Call mit ihm war, mit Gaetano Firebro.
So hat man sich halt langsam angefreundet, man dann öfters in Calls zusammen war auf Discord. Ich weiß, ich kannte ihn vorher, auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn vorher wahrgenommen habe, woher ich ihn kannte und wie gut. Irgendwie ist das komplett aus meiner Erinnerung. Aber ich glaube, er war schon, ich meine, er war halt Teil der Morgi-Gruppe und so, deswegen, ich glaube, daher kannte ich ihn auf jeden Fall auch. Aber ja. Ja, safe. Also, ich glaube, Johnny kennt er schon länger als Creator. Bester Mann. Ist ein Macher auf jeden Fall. Und morgen geht's wieder auf zur Uni, oder nicht, Tim? Nee, morgen habe ich keine Uni. Also ist wieder ein YouTube-Talk, willst du sagen? Ja, morgen werde ich auf jeden Fall ordentlich, hoffentlich das Skript auch schon aufnehmen. Also ich denke, spätestens morgen sollte das fertig sein. Und dann wird das aufgenommen und dann geht's in den Schnitt und mal sehen. Also ich glaube, diese Woche wird knapp, aber nächste Woche, denke ich, dürfte ich es hinbekommen. Und ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, wird ein gutes Video. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Ich bin gespannt drauf. Aber du denkst schon an den DVD-Screen, oder? Dass das DVD-Logo sich bewegt, oder? Denkst du dran? Nee, das ist kein Video, das ist ein Video ohne Cam. Das ist nur Audio. Deswegen leider kein DVD-Screen diesmal. Tut mir leid. Du bekommst sicher so viele Kommentare darüber, oder? Schon relativ überraschend viele. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt plötzlich so ein großer Teil irgendwie wird. Ich habe das irgendwann einfach gemacht, weil ich halt dachte, ja, okay, man sieht halt diesen dicken schwarzen Bildschirm im Hintergrund. Mhm. Und wenn der halt nur so schwarz ist, sah das halt irgendwie doof aus, weil es halt dieses große schwarze Void war, was da im Hintergrund war. Mhm. Weil der ist ja auch relativ groß. Und vor allem im letztendlichen Ausschnitt ist er auch relativ groß. Und dann dachte ich halt, ja, was packe ich da rauf? Irgendwas, was jetzt nicht zu sehr ablenkt, aber was jetzt auch nicht nichts ist. Und dann bin ich halt irgendwie drauf gekommen, ja komm, DVD-Logo, 10 Stunden ist bei uns zack. Und ja, ich glaube, es kommt ganz gut an. Also ich bin nicht zu 100% zufrieden mit diesem Set, wo ich immer aufnehme. Das sind dann Zimmer, oder? Also einfach? Aber ich mag diese Perspektive nicht so ganz, aber es geht halt nicht anders. Ich habe halt nicht den Platz für was anderes. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass das DVD-Logo irgendwie so gut ankommt. Also, mehr Kommentare zu, als ich dachte. Bro. Ich glaube sogar David hat kommentiert, oder? Ja, er meinte 100% Watchtime wegen dem DVD-Logo. Also wer weiß, ob das vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen die Watchtime pusht, weil man natürlich noch ein bisschen mehr was zum Gucken hat und immer diese Spannung hat, vielleicht trifft es die Ecke. Ich weiß ja auch selber nicht. Ich glaube, in einem Video ist es sogar mal passiert. Ich bemerke das nicht so. Ich gucke mir das ja nicht an währenddessen. So wie es aussieht, wird es wohl erstmal ein Teil des Kanals bleiben. Junge, wie gut, Mann. Aber du hast jetzt ein eigenes Zimmer, du hast ein Bad und ein Wohnzimmer. Nee, also oder? Im Prinzip habe ich eine Küche. Das ist aber ein bisschen größer, das Zimmer mit der Küche. Also das ist jetzt nicht nur Küche, sondern da ist schon relativ viel Platz noch. Aber da habe ich eigentlich fast nichts außer so einen Schrank und sowas. Okay. Und da habe ich halt mein Schlafzimmer, was halt gleichzeitig auch da ist, wo mein PC ist, wo mein Fernseher ist, was halt basically auch das Wohnzimmer ist. Ist halt alles in einem. Das war für mich irgendwie am sinnvollsten. Weil da in der Küche wäre zwar noch Platz gewesen, aber da noch das Wohnzimmer, nee, das hätte sich für mich irgendwie nicht richtig angefühlt und vom Platz wäre auch irgendwie doof und ich bin zufrieden, so wie es ist. Es ist ein gemütliches, großes Zimmer, wo quasi das meiste stattfindet. Okay. Und ich bin happy. Also ich denke, vor allem als Student kann ich mich nicht beklagen über meine Wohnung. Ja, es hat sich also... Generell einfach eine Wohnung zu haben ist schon. Nein, eine Wohnung zu haben ist schon OP. Ist schon geil, ja, I guess. Ist schon geil, das stimmt. Junge. Aber sonst fällt dir gar nichts. Also imagine, du könntest dir jetzt irgendwas wünschen, so für dein Zimmer. Irgendwas. Mhm. Was war's? Maybe? Boah, ich denk mal, einfach ein bisschen mehr Platz wäre natürlich schon schön. Vielleicht, dass man so noch so ein Sofa oder so reinpacken kann. Das wäre vielleicht noch geil, dass man. Ja, ich glaube, das wäre das Geilste. So ein bisschen größer, dass das Bett oder dass das Bett in einem anderen Zimmer einfach ist nochmal und man dann stattdessen ein Sofa in die Ecke packt. Ich glaube, das wird es noch ein bisschen abrunden einfach. Das Sofa ist nice. Das wäre cool. Ja, also einfach so ein extra Schlafzimmer und dann das Sofa hier, da stattdessen Sofa in die Ecke. Das wäre, denke ich, ganz cool. Einfach ein Sofa im Zimmer haben, imagine. Oder in der Wohnung. Ja, vor allem, wenn irgendwie mehrere Leute da sind.
wäre das halt richtig praktisch, aber ja, das Meckern auf hohem Niveau. Ich bin zufrieden, wie es ist. Check, ja. Das ist doch schön. Übrigens, ich weiß, ich habe einmal so Hide and Seek gespielt und Moment, muss glaube aufstoßen. Moment, Leute. Okay. Was geht, man? Hab einmal so Hide and Seek gespielt und auf einmal so hab ich so, man sieht das auch im Video, ich glaube, das war irgendwas mit Star Revenge. Und dann wurde Let's Play gefangen und ich habe mich dann halt gefreut, so, yo, der Speedrunner wurde gefangen, so. Und ja, und dann hab ich mich irgendwie voll krass nach hinten gelehnt und mein Stuhl ist dann kaputt gegangen. Oder. Oh Gott, ey, und was, also hast du jetzt immer noch einen kaputten Stuhl? Nee, ich habe jetzt einfach einen random Stuhl genommen. Der ist schon bequem, aber machen wir den nicht. Aber so, nicht im Vergleich zum alten Stuhl. Nee, der alte Stuhl war so ein Noble Chair. Jetzt ist es so ein random Stuhl. Aber for real, ich glaube so, Imagine kann jetzt irgendwas in meinem Equipment oder in meinem Zimmer aufstocken. Ich glaube, bessere Kamera war geil. Und ja, safe, so ist natürlich immer. Das sind halt so Dinge, die können immer geiler sein. Du kannst ja immer denken, wow, noch eine geilere Kamera wäre natürlich immer schön und sowas. Safe. Also ich nehme das hier mit Webcam auf, by the way. Also die ist relativ gut für eine Webcam. Aber eine richtige Kamera wäre noch krasser. Und sonst, ja, maybe mein Stuhl war auch noch eine Sache. So, aber das ist okay, aber wenn man halt so oft vor dem PC sitzt, dann besserer Stuhl trotzdem cooler. Aber ja, es, wie du schon vorher sagtest, das ist Meckern auf einem hohen Niveau. Ich habe nur kurz darüber geredet, was ich upgraden würde. Da kann man YouTube-Stuff machen, so wie mein Equipment ist. Also es klappt. Ja, ja, ich bin auch zurzeit sehr am Grinden auf ein neues Mikrofon. Oha, da will ich endlich mal, beziehungsweise eher mal überhaupt, also ich habe das, was ich jetzt habe, habe ich seit Jahren, ich glaube seit 2017 oder sowas. Bro, ja, ich glaub, Weihnachten 2017 dürfte ich das bekommen haben. Also schon echt mittlerweile über 6 Jahre. Und es ist halt nicht, echt nicht das Krasseste. Es ist jetzt nicht scheiße, aber vor allem seit Timo Shimtex irgendwann seins geupgradet hat. Und ich bin ja jemand, also ich hätte das nicht von mir gedacht, aber ich bin wohl doch audiophiler, als ich dachte. Zumindest habe ich da ein Ohr für. Und immer wenn Timo im Discord redet, ey, mir geht so einer ab, ne? Also erstmal halt Timo einfach so, versteht sich. Normal. Aber auch weil er so clean und so geil klingt und ich will das unbedingt auch. Ich will, ist so. Will unbedingt auch so clean klingen. Timos deswegen, das Audio ist krass. Ja, ich finde das super sexy. Oh, die ist so clean, Bro. Oh mein Gott. Ja, das ist für mich Unterschied von Tag und Nacht. Ja. Also, das macht für mich so viel aus. Ich liebe das. Bro, aber das dann, was dann dein Mikrofon bekommen hast, so 2017, habe ich richtig zugehört? Ja, Weihnachten 2017. Also was war der Grund? Warum wolltest du dieses Mikrofon? Für Discord? Gab's überhaupt für Discord? Fun Fact, ja? Auch, weil es das alte von Timo Shimtex ist. Also Blue Yeti? Das Blue Yeti, also Timo ist anscheinend der offizielle Mikrofon-Influencer für mich. Ich habe damals halt ein gutes Mikro gesucht und dann dachte ich halt, ja, welches Mikrofon benutzt Shimtex? Und dann hatte er es in der Beschreibung stehen und dann dachte ich, will ich auch. Krass. Das hat Shimtex, muss gut sein. Ja, und so kam es dazu. Junge, aber das. Davor hattest du also noch ein anderes Mikrofon? Ich hatte einfach ein Headset-Mikrofon. Also die ersten, ja, aber das waren auch nur so ein paar Videos, aber die ersten, weiß ich nicht, 5, 6 Videos habe ich mit so einem Headset-Mikrofon aufgenommen quasi. Jo, aber for real, so ein Headset-Qualität hat auch so einen eigenen Vibe, finde ich. Es war auch eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also wenn man es jetzt nicht heute anhört, hört man natürlich, dass jetzt kein krasses Mikrofon ist, aber es ist jetzt nicht unhörbar, weißt du? Es ist so, ich würde sagen, ganz stabile Qualität, so. Ja, also deswegen, ja. Ich habe es gerade nicht im Kopf so, aber generell so Headset, man kann damit auch voll gut sein Stuff machen, so, aber natürlich geht's auch besser. Aber es hat einen eigenen Charme. Finde ich persönlich. Aber kommt ja auch immer auf Headset an, also es gibt bestimmt auch welche, die halt genauso gut klingen wie manche Standmikrofone und so, aber ist halt vermutlich ein bisschen teurer, so. Ja, wird Sinn machen. Aber ich habe immer das Shure SM7B, das ist so eins, was viele nutzen. Ja, das will ich auch darauf. Oh, das ist ja auch. Das benutzt, ja, das benutzt jeder, Sau benutzt das. Und ja, ich will es auch. Ich will es einfach haben.
Verstanden. Aber da kommt es halt wieder darauf an, welches Interface man benutzt, welches Mischpult, dies, das, jenes, wie man das einstellt. Naja, wie ist das Zimmer, wo das Mikrofon steht. Ja, da habe ich auch ein bisschen Angst schon vor, weil sowas macht mich immer richtig wahnsinnig mit so Audio-Einstellungen und alles irgendwie anpassen und so. Ja, das nervt. Das kann schnell nervig sein, ja. Das ist auch gruselig so, keine Ahnung. Auf einmal. Ja, ist das einfach so. Ich meine, das sind, je nachdem, was man hat, so ein Mischpult, das sind so viele Regler und Dinge, die man drehen kann. So, Bro, chill doch. Ist das jetzt die Abschlussprüfung oder ich was? Ich will einfach nur einen Regler von schlechter Audio zu guter Audio. Wieso kann der Mischpult nicht kaufen mit guten Einstellungen schon im Voraus eingestellt? Hallo. Boah, das wäre geil. Aber jeder empfindet halt etwas anders als gut. Einige wollen wirklich so richtig hallern, einige wollen flüstern und man hört die schon komplett laut. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, I guess. Ja, das stimmt natürlich. Aber gut, da werde ich mich dann auch wahrscheinlich noch irgendwann durchkämpfen müssen. Oh Mann, wie motiviert du geklungen hast. Ja, wird schon irgendwie. Irgendwie wird aber sowas kann schnell ein bisschen wütend machen. Ich habe da auch manchmal eine kurze Zündschnur bei solchen Sachen. Wenn da irgendwie nicht klappt, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich da schnell tiltet. Wird nachts, wenn das Internet auf einmal verschwindet. Naja. Ja, das ist eh Hölle. Sei mal froh, dass du nicht in Deutschland lebst. Oh mein Gott. Aus Schweiz kackt auch manchmal rein. Naja, egal. Ey, Tim, das war ein cooles Video, was wir aufgenommen haben. Natürlich war es ein cooles Video. Also, hä? Leute, klare Sache. Schaut gerne bei Tim vorbei. Schreibt auch gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Und ich danke euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Also. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Germi spielt. Und redet. Ja. Mit Leuten. Ja, moin. Ciao. Ciao, Leute.